1 und hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Part von Pokémon Ruby Destiny Reign of Legends. Stimmt, wir waren hier. Ich komme mich dran erinnern, ich erinnere mich gerade, es ist ja immer ein Stückchen her, dass ich jetzt mal gespielt habe. Wir sind mit Surfer zum 6. Orden geschwommen. Hey, Riolu! Und haben dort diesen 6. Orden natürlich easy peasy platt gemacht, wie es nicht anders zu erwarten war von meinem meisterhaften Team. Ich setze Ausdauer ein, ich will hier nicht besiegt werden. Mutiges Riolu, du wirst trotzdem richtig schnell hops gehen. Das ist der Vorteil, wenn man so Riolu fangen will. Das setzt erstmal Ausdauer ein, überlebt den ersten Angriff und dann im Nachhinein kann man es halt fangen oder platt machen, weil Lugia einfach sich keinen Dreck darüber schert. So, wir hatten hier nicht mehr allzu viel zu erkunden, oder? Also ich gucke mich jetzt trotzdem nochmal um. Hier nach links geht's nach Pinafrancia. Ja, genau. Das heißt, wir sind wirklich mehr oder minder einmal im Kreis gelaufen von oben nach unten, weil wir ja die Trainer noch gesucht haben und so weiter und so fort. Was ich jetzt unbedingt noch machen will, denn wir können ja nun tatsächlich endlich das richtig, richtig geile Fliegen außerhalb eines Kampfes einsetzen. Problem ist, wir haben nicht ein Pokémon, das in irgendeiner Weise Fliegen beherrscht. Sag mal, können die hier alle Ausdauer? Will mich jeder einzelne Gegner hier trollen? Okay, macht ruhig, wenn ihr zweimal zu Tode geprügelt werden wollt. I don't care. Stimmt, und ich habe Armageddon immer noch den EP-Teiler gegeben. Na gut, also wie gesagt, wir haben kein Pokémon, was fliegen kann. Das ist äußerst ungünstig. Ich habe schon überlegt, rein theoretisch könnten wir uns einfach einen Gindwurm mitnehmen. Das habe ich nämlich schon. Und das Trainieren bis zu Brutalanda, dann lernt das automatisch fliegen und Probleme sind geklärt. Problem ist, Level 50 ist ein Stückchen. Das will ich euch so auch nicht antun. Aber ich habe eine Idee, wo sich Fliegen befinden könnte. Und zwar genau da links beim Rätselhaus. Ist nur so eine Vermutung, aber ich hoffe einfach mal, dass sie stimmt. Selbst wenn das nicht stimmt, ne? Dieser Idiot hat immer noch unser Item. Also eigentlich mein Item, ihr habt ja bloß zugeguckt. Und ich kann dem ja schlecht dieses Item einfach so mitgeben. Muss mal kurz noch ein bisschen tonmäßig rumspielen. Ich sehe die Auszeigschläger rechts. Genau, die gefallen mir nicht. Aber ich hab doch einen Orden gemacht. Warum haust du immer noch? Das ist nicht fair. Okay. Ey, ja, wir haben den Hartstein bekommen. Immerhin, er hat uns unser Item gegeben. Wie herzallerliebst. Erstmal gucken, was das Ding überhaupt macht. Ob es sich gelohnt hat, hier hinzukommen. Hearthstone. Erholt Item. Ah, okay, Steinattacken. Grundsätzlich nicht kacke, aber ich behalte es erstmal. Aber jetzt hast du fertig gebaut. Like a boss. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Nein. Okay. Lasse die wilde Suche beginnen. Der müsste doch jetzt im Fenster sein. Genau. Oh, ich konnte mich daran erinnern. Das ist die unterbewusste Stimme, die einen sagt. Junge, mach mal was richtig. How did you know I concealed myself beyond this window? Conceal, don't feel, don't let them know. Ja, jetzt weiß ich, Pech gehabt. Challenge geht in Ordnung, das hast du schon tausendmal gesagt. Und wirst es nur noch zweimal sagen, ja? Wir sind ja schon relativ weit, wenn was das betrifft. Wer darf denn jetzt mal kämpfen? Also Lugia ist noch fast am schwächsten, Armageddon hat tatsächlich das niedrigste Level. Aber eigentlich würde ich ganz gerne mit Lucario noch weiter kämpfen, gerade weil Lugia kaum noch PP hat. Also AP, das bringt einfach nichts. Deswegen nehmen wir... Ach komm, Glurak ist cool.
Ich finde es auch schön, wie das einzigste weibliche Pokémon in meinem Team das grundsätzlich männlichste von allen ist, aber okay. Dann halt von mir aus. Man will ja auch keinem Kämpfer vorschreiben, was er zu sein hat. Habe ich schon Stärke? Ja, ich habe Stärke. Glurak, okay. Dem kann man sowas durchaus zutrauen. Wartet. Ich will nicht dumm sein, obwohl war es jetzt schlau. Ich habe keine Ahnung. Aber ich bin durchgekommen. Das ist das, was zählt. Gibt es hier irgendein Item? Nope, nix. Ist hier irgendein Item? Nein, ich sehe gar keins. Aber Kampftrainer, ich glaube meine Entscheidung, was auch immer sie war, war gar nicht so schlecht. Wen habe ich denn jetzt genommen? Ernsthaft? Ich habe keinen Plan mehr. Aber der Schwarzgurt Juji will mich herausfordern. Glurak, ne, wusste ich noch, weil der immerhin einen Flügelschlag hat. Ist die Frage, hat der Ersteller der ROM dem Glurak jetzt noch Fliegen gegeben? Also, normalerweise dritte Generation Glurak müsste Fliegen haben, rein theoretisch. Aber praktisch? Wäre natürlich ziemlich kacke. Gut, ich habe immer noch Lugia und unsere Domina. Irgendjemand wird da schon fliegen können. Ich stelle mir das gerade so geil vor, wie Zickzacks mit seinem Fell beginnt zu rotieren, so schnell wie möglich und dadurch so propellermäßig abhebt. Das wäre geil. Und Novax ist im Stream. Grüße an Novax. Willkommen beim Pokémon-Stream in Pokémon Ruby Destiny Reign of Legends. Und das kriegen wir. Mechmail. Wuhu, wir haben einen Brief bekommen. Ich liebe diesen Typen. Er gibt überall Briefe. Okay, hier nach rechts schieben. Ja, wir müssen theoretisch nicht mal kämpfen. Dann, wie machen wir das hier? Ja, ne? Stein dorthin. Kann ich den Stein eigentlich auch runterschubsen? Ach komm schon, das ist eine Klippe. Das sollte leichter gehen und nicht schwerer. Ah, verdammt. Na gut. War das doof? War das schlau? Ja, passt. Alles gut. Allerdings, wir haben eine Trainingsgelegenheit verpasst. Das geht ja gar nicht. Es ist zu schwierig, darüber nachzudenken. Ich will bloß kämpfen. Und fliegen. Matrix-Style. Ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig, das steht da an erster Stelle. Und das, wisst ihr, was ich an Medite am meisten hasse? Dass das immer Scanner kann. Das war, es kam ja in der dritten Generation, Pokémon Rubin, Smaragd, Saphir. Und zweiter Orden, ich mit meinem dann Jungglut, stand davor, Schnabel, wollte angreifen, Scanner! Und immer dieses Flash-Ding neben den Kopf, wenn der Scanner eingesetzt wird. Scanner! Scanner! Das hat sowas von genervt. Meistens halt genau in den Situationen, wo es überhaupt nicht gepasst hat. Warum greift sie mich nur an, wenn ich vor ihr stehe? Das heißt eigentlich, ich müsste den Stein so bewegen, dass ich nur da an ihr vorbeikomme. Aber egal, so schwer ist das Rätsel bestimmt nicht. Passt schon. Auf geht's, Glurak erstmal. Oh ja, nee. Können wir mal einen kurzen Flammenwerfer einsetzen. Und Novix fragt, ob ich schon was von meinem 3DS gehört habe. Ich habe nur gehört, dass niemand weiß, wo der ist. Er ist momentan W wie weg und S wie verschollen. Aber naja, kann man nichts machen. Und Glurak steigt auch noch auf Level 37. Das ist sehr schön. Das Schlimmste daran ist, wenn mein 3DS weg ist. Also nicht nur, dass ich nicht Monster Hunter für euch aufnehmen kann, nicht zocken kann. Aber von, ich glaube, Februar hat es angefangen bis fast Ende des Jahres macht die Pokémon Company gerade so eine Vergabe von legendären starken Pokémon. Ne? Voll geil, dachte ich mir, weil ich habe X, nee, ich habe Y. Aber den hätte ich mir holen können. Angefangen mit Mew, über Celebi, über was weiß ich nicht alles. Und ja, fuck it. Ich kann nicht, weil ich reinge echt nicht hier. Ich bin so stark. Bäm, Weg blockiert. Okay, schreiben wir mal den geheimen Code an die Tür. Der Drückmeister ist cool. Oh mein Gott.
Ganz ehrlich, eigentlich kann man den Code doch jedes Mal erraten. Man müsste immer bloß irgendeine wunderbare, du bist grandios, der Trickmeister ist schön, der Trickmeister ist kein Idiot oder sowas dran schreiben, ist nicht unnett und schon läuft das. Erstmal habe ich hier Platz in meiner Tasche. Das ist das Wichtigste. Nicht, dass wir schon wieder irgendwie das. Vielleicht könnten wir einen Rare Candy benutzen. Nee, passt schon. Was kann man denn mal wegwerfen? So Nuggets könnte man ja mal verkaufen. Warum habe ich 3 Nuggets in meiner Tasche? Und dann beschwere ich mich wahrscheinlich noch, dass ich kein Geld habe. Wenn ich irgendwas wegwerfen, PP ab, bringt mir noch nichts. Ich habe keine super starke Attacke, die ich auf immer beibehalten will. Och man. Ah, hier Meshmate. Die kann ich mal wegschmeißen. Ja. Ja, wegwerfen. Dankeschön. Ah, wie hast du es geschafft? Du bist sehr scharfsinnig. Es hat mich die ganze Nacht gebraucht, diese Steine hier reinzuschieben. Du bist fast genauso großartig wie ich, nur 1, 2, 3 Schritte weiter hinten. Okay, du hast dir das hier verdient. Fuck, es war nicht fliegen. Aber immerhin ein Rauchball. Jetzt könnten wir besser wegrennen. Ist das nicht schön? Okay, das heißt, ich habe immer noch absolut keinen Plan, wo wir die VM-Fliegen herkriegen. Das heißt, wir müssen den ganzen Weg laufen. Scheiße, das war ja nicht so lang. Habe ich eigentlich schon ein Fahrrad? Ich habe es so selten, also wenn ich eins habe, habe ich es fast nie benutzt. Schauen wir mal. Ja, ich habe ein Fahrrad. Oh, hey, cool. Auf geht's. Gut, erstmal müssen wir noch das süße kleine Staralilli begrüßen. Das ist natürlich ein Muss, da kommt man nicht ringsrum. Ja. Plurak, Rock Smash, es war Zertrümmerer, ne? Ich habe bloß Stein gelesen und dachte, es wäre ein Steinangriff. Aber es ist bei dem Level sowieso egal. Ich habe auch bloß Armageddon, der noch Level steigen muss, ne? Na gut, dann würde ich sagen, müsste ich mal das Bild da oben von Lavita rausnehmen. Aber Lavita sieht da so cool aus. Das bringt nichts. Wenn ich jetzt Bubita habe, dann muss da auch Bubita rein. Muss ich nur noch irgendwo das Bild von dem herkriegen. Aber okay, mache ich dann vielleicht bis zum nächsten Mal, sollte ich es nicht vergessen. Hust, hust. Passiert mir ja nie sowas. Es ist auch so schwierig, so ein Puppy da zu trainieren. Das dauert einfach so fucking ewig. Vor allen Dingen, wenn da so ein Bumbledean kommt, Level 12, und meint, ich muss dich jetzt nass spritzen. Ganz, ganz wichtig. Ich überlege gerade, wegen Biss, gibt es irgendein Pokémon? Ihr habt euch zu spät teleportiert. Das irgendeinen Angriff lernt, was im Nachhinein zum Einsetzen komplett sinnlos sein müsste. Also Beispiel, wenn ein Raupi Biss lernen würde und anschließend Safcon das immer noch könnte. Allerdings ist auch bei einem Raupi Biss eher unwahrscheinlich, das heißt, das ist ein Scheißbeispiel. Aber na gut, nee, mir fällt auch nichts ein. Fadenschuss würde da auch schon recht gut passen. Weil effektiv würde Safcon sich selber losschießen, weil Fahnen ja nichts anderes als Safcons Hülle ist. Aber das ist, glaube ich, da nicht so wichtig. Ich kam hier raus, indem ich nach oben gelaufen bin, oder? Jetzt geht das schon wieder los. Also erstmal, hey, ein Shiny! Und, ein Shiny. Du bist Nummer 3? Grob geschätzt als Staralilli Shiny und ja, Grüße an Alexis Curry, der auch mit dabei ist. Wehey! Pokéball wird nicht ausreichen, oder? Und ich hab's euch ja versprochen. Ich weiß noch, was es da für einen gottverdammten Rage gab, als ich die Shinies nicht gefangen habe. Da habe ich tatsächlich einen Shiny getötet. Und leider vorher gesagt, hey, Shinies muss man fangen, das ist der ultimative Codex, der nicht gebrochen werden darf.
Und jetzt bin ich hier wieder im Shiny-Wald. Es kann durchaus sein, dass wir hier noch 3-4 Tage brauchen werden. Ich habe tatsächlich Angst davor, auf fucking Shinies zu treffen, weil ich selbst gesagt habe, dass ich ihn fangen muss. Number 3. Wir nummerieren jetzt die Shinies nur noch. Number 3. So, ja, danke schön, auf den PC gesendet. Wie reicht das alles auf? Irgendwann habe ich eine Box voll von Shiny-Pokémon hier aus diesem Wald. Also wenn ich hier auf irgendeine Legendären treffe, die sich überall durch die Gegend bewegen, dann wäre es schon ganz geil, wenn das Shiny wäre. Aber andernfalls... Oh, guck mal, hier links ist auch noch ein See. Ich glaube, ich vorhin schon drüber gefahren. Das heißt, wir könnten mal nach rechts gucken. Irgendwo. Nope, hier ist nix. Ich glaube, ich gehe erstmal vom Fahrrad runter. Es vibriert immer so am Hintern, das ist nicht schön. Gerade für mich nicht. Andere mögen das vielleicht, aber... Muss nicht immer sein. Oh, da gab es tatsächlich mal eine Werbung, wo das angepriesen wurde. Der vibrierende Fahrradsitz, damit sie immer überall mit einem Lächeln auf den Lippen ankommen. So halt für Frauen, ne? Also, okay. Kann man mal machen. Hier rechts bin ich aber noch nicht gesurft. Ich denke, das können wir jetzt sehr gut mal ausprobieren. Übrigens, wir sind aus dem Wald rausgekommen. Bin stolz auf mich, nur ein Shiny getroffen. Neuer Rekord. Also, das ist halt das Problem. Normalerweise, wenn man in einem normalen Spiel so ein Shiny sieht, rastet man völlig aus vor Freude. Mir ist bisher auch bloß einmal ohne Cheats wirklich passiert. Ich glaube, die Geschichte hatte ich sogar schon mal ein bisschen sowas wie erzählt. Und hier in dem ist es halt so, du denkst auch erst geil, Shiny. Und dann läufst du weiter durch den Wald und es kommt noch ein Shiny. Und es kommt noch ein Shiny. Und dann noch eins. Der kämpft echt? Ich werde versuchen, nicht weggeswappt zu werden. Lass kämpfen. Also ein Sweep oder ein Swap ist halt weggesweep. Ich glaube, es ist halt eher Sweep. Oder ähnlich. Heißt, ein Pokémon von mir macht alle von ihm platt. Schade, dass ich jetzt nicht Glurak drin habe. Das wäre mies und wesentlich wahrscheinlicher. Dass ich immer diese stark pigmentierten Leute bei mir mit einschleichen müssen. Eine Wispy Queen. Schön, jetzt müssen wir auch wie mal, das da auf Englisch heißt, weil ich komplett auswendig von ihm den Namen auf Deutsch weiß. Müsst ihr selber wissen, ne? Es ist jetzt wie ein Lehrer. Ich frage euch die Sachen, die ich nicht weiß. Na? Kleiner Fritz, was ist 5 plus 5? Na, wenn sie das nicht selber wissen, warum sind sie dann hier Lehrer? Aber der Sweep scheint ziemlich wahrscheinlich, mein Freundchen. Tut mir ja jetzt fast schon leid. Aber du bist tot. Dom, dom, dom. So, faded. Und beschwert sich jetzt noch, dass er weggespielt wurde. Ich würde dem Spiel zutrauen. Oh, komm schon, nein. Jetzt nochmal ansprechen, das ist wichtig. Okay. Verdammt, er sagt jetzt nicht noch, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Oder irgendwie was ähnliches. Das wäre doch zu cool. Hier links brauche ich Kaskade. Hier komme ich nicht weiter. Komm schon, es muss doch hier irgendwo lang gehen. Ich weiß doch nicht, wo ich sonst hingehen soll. Oh, warte, ich könnte einfach weiter surfen. Das war natürlich absolut klar von Anfang an. Jetzt bitte lass das funktionieren. Na? Sieht schon mal nicht komplett falsch aus. Ja, ich muss jetzt überall anhalten, das ist äußerst wichtig und bringt mich weiter. Sieht echt nicht schlecht aus. Mal so, ne? Mich selbst ein bisschen feiernd, dass ich auf Anhieb den richtigen Weg finde. Wobei es mich immer noch stört, dass ich nicht die vollen Fliegen gefunden habe. Ich wette, die habe ich irgendwo vergessen. Das sieht mir ein bisschen aus wie Dreschpflege.
Ich keine Ahnung hat, was Fresh auf Deutsch heißt, weil Müllwegwurf wird's nicht sein. Na? Blue Path Cave! Gucken wir weiter, okay, weiter ist nix, dann gucken wir da mal rein. Wehe, ich brauche da Kaskade. Aber, immer wenn wir was Neues entdecken, erstmal speichern. Es könnte ja sein, dass wir rein zufällig, was weiß ich, auf einen Arktos treffen oder so. Kann ja leider... Was ist ja leider? Könnte glücklicherweise passieren. Dann würde ich mich zwar ärgern, dass ich gerade ein Item für Mr. Fliegibigi verschwendet habe, aber ich weiß, wo wir sind. Wir sind oben, wo wir vorhin unten waren. Im letzten Part waren wir da unten oder im Wasserfall und jetzt sind wir halt oben. Oh, eine Höhle. Jump. A hole. Eine Höhle. Mann, es ist verdammt dunkel dort unten. Da gehe ich besser nicht hin. Doch. Du gehst da jetzt hin, Junge! Du widersprichst mir nicht! Ich bin der Spieler! Sag mal, willst du mich verarschen? Das... Spring doch einfach! Von mir aus fahr auch! Ich hasse ihn! Warum muss dieser Typi selber denken können? Das ist, finde ich, nicht cool. Aber... Guten Morgen an Michael, schön, dass er auch mit dabei ist. Kann ich hier sonst auch irgendwas anderes machen? Nope, die Höhle reagiert nicht auf dich. Na gut, ich glaube zwar, dass das der Weg ist, aber ich guck noch mal kurz. Ja, das ist das. Ich kann mich so ungefähr dran erinnern. Mann! Aber ich bin nicht runtergegangen. Ich wollte mich schon beschweren. Das war knapp, Spiel. Das war äußerst knapp, Programmierer. Das hätte auch schief gehen können. So, hier unten komme ich auch fast hin. Scheiße. Wo gehe ich denn dann lang? Ich war mir jetzt so sicher. Wow, ich habe was gefunden. Aber nein. Bin mal wieder ins Nichts gefahren, weil ich nicht ins Dunkle gehen darf. Mama hat gesagt, du darfst da nicht reinspringen, das ist gefährlich. Okay, da unten komme ich auch nicht hin. Meine Möglichkeiten schränken sich immer stärker ein. Aber es gibt ja rein theoretisch einiges an Wegen, wo man irgendwo Surfer einsetzen kann. Das heißt, ich werde jetzt einfach jegliches Surferstellen ausprobieren. Way, Level 35! Wir haben einen schnellen Kokon. Speed plus 3! Way! Dafür, dass er so wenig hat, bin ich da äußerst fröhlich drüber. Na gut, dann frohen Mutes gehen wir mit demselben Fleiße wieder an dieselbe Scheiße. Mal sehen. Da oben war nach Kaskade einsetzen, was ich auch noch nicht habe. Das heißt, Alternativweg hier noch nach oben. In ein Haus rein. War ich hier schon mal? Und Family, ja, alles Harmonie, alles schön. Kein Krieg, wie toll. Ja, von mir aus. Hast du zufällig ein Item? Komm schon, ich weiß Zickzacks, du sammelst bestimmt gleich mal gerne Fliegen auf. Apropos Zickzacks. Was hast du ein schönes? Way, Nuggets! Damit habe ich jetzt schon 4 Nuggets in meiner Tasche. Michael meint, er hat Pokémon Blau Kaizo durchgespielt. Und er hat seine Schritte gezählt und ist insgesamt 5000 Kilometer gelaufen. Und not bad. Also aus der Hinsicht, dass ich jetzt auch keine Ahnung habe, wo ich hin muss, könnte ich da jetzt auch ein bisschen rumlaufen müssen. Wie genau hat seine Schritte gezählt? Also gedrückt und dann selber mitgezählt oder... Wie? Verrate es mir. Okay, da links unten waren wir schon im Wasser, da links war nichts mehr.
Da oben kommt scheinbar auch nichts. Na gut, dann wieder Polaris Town. Way, wir könnten jetzt nach Osten surfen. Wir könnten aber auch erstmal auf die ähnlich funktionierende Karte gucken, die ja theoretisch in jedem Pokémon Center drin hängt. Also, okay, selber gezählt. Hier rechts ist Downpour. Nein, warte. Wir sind in Polaris Town, weil der Kopf stimmt ja nicht, das haben wir schon mal festgestellt. Hier ist The Blue Path. Hier ist Solaro Town. Genau, dann waren wir in Downpour City, haben uns dort den Orden geholt. Auf dieser Insel gibt es keinen weiteren Ort, das heißt, wir kamen von hier oben, sind den Sea Path runter, jetzt hier im Polaris Town angelangt und können den Sea Path jetzt hier weiter folgen und würden nach Beewoods kommen. Wo wir meiner Meinung nach noch nie waren und Monatami City, was auch cool klingt. Das heißt, ab in den Osten. Den Wellen hinterher. Ich sollte vielleicht mal die Pokémon heilen. Ein bisschen AP haben sie ja schon verbraucht. Das ein oder andere Pokémon hat dann auch so ein bisschen Schaden gemacht mit Rockzuckieb. Also, vorsichtshalber mal die 2 KP heilen. Und ja, Michael, du hast definitiv Freizeit. 5000 Kilometer selber zählen. Ich verzähl mich schon bei 3. 1, 2, viele. Ah, verkackt. So, starten wir so weit vorne wie irgend möglich. Geht's da unten noch weiter? Ah, nee, sieht nicht so aus. Na gut. Dann auf ins Wasser. Gut, dass wir Voltenso dabei haben. Brauchen wir gar nicht. Lugia hat ja, ne, hier mit ein bisschen Donner wird das schon. Ich glaube, ich bin hier auch noch nie lang gesurft. Das heißt, neu Wasser. Auf zu neuen Gewässern, auf zu neuen Ländern. Mal sehen, was wir noch so Schönes finden. Erstmal finden wir hier ein Wingull. Das äußerst ungünstig in meinem Donnerball drin steht und deswegen leider gebrutzelt wird. Aber das kann man halt nicht machen. Entweder man spielt richtig oder man spielt halt scheiße. Neue Trainer. Ich muss zum Schlafen übergangen sein, als ich hier so in den Wellen rumgedriftet bin. Das klingt auf Englisch besser bei Drifted und Drifting. Ich habe dich gerade vom Ertrinken gerettet. Ich hoffe, das weißt du. Du wärst eingepennt. Junge, du hättest geschlafen und wärst dann logischerweise untergegangen. Ja, weil das ist die Pokémon-Welt. Wenn man einmal schläft, wacht man nicht auf. Oder ist euer Pokémon aufgewacht, als der Gegner mal Surfer eingesetzt hat? Nein, also würde auch er nicht aufwachen, wenn er ins Wasser fällt. Warte, ich habe ein Problem. Wenn man selber auf einem Pokémon schwimmt und das von Schlaf getroffen wird. Ah, ich hab verloren. Ich denke, ich schlafe jetzt erstmal. Sollte er ja auch weiter schwimmen. Das heißt, der Typ ist ziemlich awesome. Und ziemlich wie jedes andere Pokémon, was schwimmen kann, obwohl es schläft. Ah, wir haben schon immer mit Pokémon gekämpft. Ich und meine Schwester. Ich habe schon immer verloren, aber wir können dich besiegen im 2 gegen 2. Okay, komm her. Come with me, Bros. Aber schön 2 gegen 2 bei Gewaltroh sollte an zweiter Stelle stehen. Ja, da ist mein Beastie. Ihr habt verkackt. Ja, hier. Leaf Blade. Schneid ihn in 2. Heute gibt es Sushi. Heute gibt es Sushi. Selbstgemacht. Wunderschön. Das liebe ich. Fliegende Pokémon schlafen fliegend. Hashtag Fucklogik. Stimmt. Gerade in den neuen Generationen, wo man das halt alles 3D sieht, haben die auch an sowas nicht gedacht. Dass wenn das gegnerische Flug-Pokémon, was hier in der Luft rumfliegt, einschläft, weiterfliegt. Mit offenen Augen vermutlich noch. Wahrscheinlich einfach antrainiert. Das können die einfach. Es gehört halt zum Basic Knowledge eines Vogels dazu, im Flug weiterzufliegen. Genauso wie es bei Fischen ist, dass die im Schlaf weiterschwimmen. Lisa,
Hast du irgendwelche Freunde, mit denen wir jetzt baden gehen können? Ja, ja. Mich? Das klang mehr Forever Alone, als ich es mir vorgestellt hatte. Es sollte eigentlich ein guter Anmachspruch sein. Verdammt! Gefailt! Aber okay. Nehmen wir den auch nochmal mit. Was? The sea is like my backyard. Ah, die See ist wie mein Hinterhof. Wie meine Westentasche. Nein, warte. Wie mein Garten. Gibt es irgendein deutsches Sprichwort für? Also er kennt sich hier halt aus. Er ist immer hier und gut, dass Beastie jetzt nicht vorne ist. Der hätte gegen die raue Haut ein bisschen Aua bekommen, aber das war auch so schlimm. Ich trainiere ja nicht gerne. Das ist der Grund, warum ich jedes Pitzelvieh töte, weil ich keine Lust habe, da irgendwie im Nachhinein bei irgendwelchen Viechern zu trainieren. Ich nehme die von Anfang an mit. Aus dem Grund bin ich meistens am Anfang des Spiels noch durchaus ein Stückchen unterlevelt und habe teilweise nicht so gute Pokémon und verkacke. Deswegen, dritter Orden, auch dritte Generation, vor dem dritten Orden muss man ja noch gegen dieses Team Magma, Team Wasser. Ne, ihr wisst, wie ich meine, Team Magma und Team Ich bin blau wie Magma. Kämpfen und irgendeiner von denen hat einen Carnivana. Kann ich mich so halbwegs dran erinnern, kann auch eine andere Tradition gewesen sein, egal. Und ich hatte alle meine Pokémon verloren, ich weiß nicht mehr wieso, nicht mehr geheilt, nicht genügend gefangen, nicht aufgepasst, immer Heuler eingesetzt, wer weiß. Ich weiß wohl, ich war fast tot und habe halt das Carnivana, abwesend wie ich war, mit einer Nahkampfattacke angegriffen. Carnivana ist gestorben, durch raue Haut ich auch, deswegen durfte ich den Kampf normal machen. Weil letztes Pokémon und so. Fand ich persönlich nicht sehr nett. Ey, jetzt schreib doch nicht mal so schnell. Ich bin zu langsam. Erstmal Vinguien kommt den Ball besiegen. Hans, das würdest du bedeuten, du könntest im Schlaf. Chat, mach nicht, was du willst. Hans, das würde bedeuten, dass du könntest im Schlaf Monster Hunter spielen. Ich meine, das ist mir ja angewachsen nach 6 Jahren. Soll ich dir mein Geheimnis verraten? Das ist nämlich mein Geheimnis. Ich schlafe immer während des Let's Plays von Monster Hunter. Dann ist es nicht so wahrscheinlich, dass ich da... Ne? Dann sterbe ich halt langsamer. Dann stirbt langsam. Sozusagen. Weil ich halt nicht so schnell Bewegung habe. Deswegen stirbt man Monster Hunter langsamer. Ist ganz klar. Die werden nicht so schnell auf einen aufmerksam und gut ist. Aber Grüße an Pandasync. Zitat, der Boss ist wieder da. Grüßchen. Willkommen im Pokémon Stream. Mit einem kleinen Seepferdchen für dich. Waren das nicht sogar... Genau, bei Seepferdchen, da ist nämlich hier das Horsey sehr gut raus mit ihrem weiblichen Eigenschaft, war es so, dass die Männer die Babys austragen. Ne? So wie zum Thema Gleichberechtigung. Da wollen wir mal die Männer ran, also jetzt wirklich. Ne, gleichberechtigt, wenn man über alle mittelt, dürfen halt auch mal Männer austragen. Und dann gleich sehr, sehr viel mehr. Ja, Meryl. Meryl Longbottom. Komm her, geht in Ordnung. Genau, ich schlafe immer beim Let's Play, also vor allen Dingen beim Monster Hunter Let's Play. Die Facecam ist bloß vorher immer aufgenommen, deswegen passt die auch teilweise synchronisch und ähnliches. Das ist alles bloß Pech dabei, sonst schlafe ich immer. Zocke so im Halbschlaf, weil wie gesagt, wenn man sich schneller bewegt, hat man eine höhere Chance, in den Angriff des Gegners reinzurennen. Und das ist halt immer mein Problem. Ansonsten würde ich halt noch häufiger schlafen. Wenn ich wirklich wach wäre, dann würde ich jetzt immer noch beim Dämonenkönig sitzen. Beim Diablos halt, weil da habe ich als allererstes gemerkt, dass ich im Schlafen halt besser bin. Deswegen habe ich dort auch das erste Mal geschlafen aufgenommen und bäm, hab die Quest geschafft. So einfach ist das. Und die Aufnahmen, die Tonaufnahmen, ich kann ja nicht reden, ich kann ja bloß zocken, mache ich immer auf dem Klo. Deswegen kommt bei mir immer so viel Dünnschiss raus. Weil oben wie unten ist synchronisiert, bin ja nicht multitaskingfähig. Ansonsten würde ich hier meinen Stuhl beim Let's Play voll scheißen. Ist auch eher... Kacke!
Hat es nicht gereicht für den Ton. Das war nur die Handbewegung möglich. Nein, natürlich nicht tauschen, das passt schon. Okay, Thunderbolt, weiter geht's. Ah, gegen das gute alte Wingull, was sich da so ein abfliegt. Zumindest passt das Level schon mal. 26 ist nicht ganz so falsch. Gut, der Arena-Leiter war, glaube ich, sogar höher als ich vom Level her. Aber so, ich könnte schon mal nicht komplett falsch sein, will ich damit sagen. Irgendein Musiker hat es auch mal gesagt, das Einzige, was ich aus Spielen gelernt habe, ist, wenn man auf Gegner stößt, dann ist man richtig. Fand ich so recht cool. Also was er fürs echte Leben mitgenommen hat, weil ich grundsätzlich im echten Leben eher so Gegnern aus dem Weg gehe. Und auch noch nicht auf viele Gegner gestoßen bin. Weil es ist immer doof, wenn man so sein bestes Stück rausholt, um auf die Gegner zu stoßen und dann stoßen die nicht zurück. Es tut aber so sehr weh, sowohl im Herzen als auch am besten Stück. Apropos, sollte ich vielleicht nochmal meine Angel ins Wasser halten? Das Apropos hätte ich weglassen sollen. Aber sollte ich hier mal angeln? Ich meine, ich habe bisher immer nur Finions bekommen. Und vielleicht gibt's hier irgendwas anderes. Ich meine, wo haben die ganzen Trainer sowas her? Und ich meine viel zu viel. Ich sollte sagen, was ich sage und nicht sagen, was ich meine. Also, wo haben die ganzen Wasser-Pokémon her? Die schwimmen zwar die ganze Zeit rum, aber bei mir kommen halt Winguls und Finions. Und die haben Marils und Goldinis. Alles Pokémon, die ich noch nicht gefangen habe. Ich will mein Unterwasser-Einhorn haben. Und ich meine, habe ich mir gerade unterdrückt. Ich will. Und ich werde Kuh. Ah, und ein Weimar! Natürlich! Weimar's halt kann! Scheiße, ich hab's so lange nicht mehr Let's Play. Das letzte Mal, dass ich was aufgenommen habe, war tatsächlich im letzten Monster Hunter Stream. Und wenn man mehr als einen Tag Pause macht, dann kann man einfach nicht mehr ordentlich reden. Nicht, dass ich so schon nicht könnte, aber egal. Genau, Michael, wenn ich meine Angel ins Wasser halte, wird es weiß. Es ist dann die Gischt, die dagegen knallt. Hast du richtig erkannt. So, noch irgendein Gegner, der von meinem Lugia platt gemacht werden will, vor allem, dass keiner bemerkt, dass das ein Lugia ist. Die reden alle irgendwie weiter und ich meine, da ist ein legendäres Pokémon vor denen. Die könnten das wenigstens mit einer Silbe erwähnen, normalerweise. Beispiel, ich spiele Pokémon Go. Kommt ja die Beta-Phase in Japan jetzt im März raus, das heißt, es dauert maximal noch ein Jahr, dann ist es auf jeden Fall auch hier. Und stell ich das mal vor, warum posiere ich eigentlich? Also, weil ich meinen Angel ins Wasser halten wollte. Hier. Warte, wo ist es? Da. Friss meine alte Rute! Ja! Oh, die hat angebissen! Nice! Oh, wie geil! Oh, ja. Oh, fuck. Oh fuck, ich bin so durch. Egal. Ey, ein Carpador. Hab ich schon. Okay. Stellt euch mal jetzt wirklich vor. Ich bin Pokémon Go. Und kämpft dann einfach so gegen irgendeinen Trainer. Denkt ihr gewinnt. Und plötzlich holt ihr Lugia raus. Ihr habt keinen Plan, wie, was, wo, wann. Als erstes, wie ihr reagieren würdet, wäre... Oh. Lugia. Oh. Und die hier... Ja. Okay. Es ist halt Lugia. Habe ich auch in meiner Westentasche. Das ist... Oh, als Baby aufgezogen. Na, ich hatte es schon als Erwachsenen. Meint es sogar schwarz. Ist das nicht cool? Das klang jetzt rassistisch. Aber ich hoffe, in der Welt von Pokémon ist das so in Ordnung. Oh, ich suche jetzt die ganzen Meere nach jedem Pokémon ab. Schön, wie ich jetzt aus dem Seapath auf den Seapath gekommen bin und dann nochmal zum Seapath. Wunderschön. Und ein PP Plus, wo wir doch vorhin dabei waren, dass meine AP so niedrig ist. Die haben auch die Abkürzung übersetzt. Ich bin so ein gottverdammter Blitzmerker, seitdem ich HM und sowas sehe. Aber PP für Power... Powerpoints und AP halt Angriffspunkte. Und wir sind jetzt bei den B-Boots. Pass auf Bienen. You don't say? Hier gibt's noch einige Kämpfe. Ich kann jetzt nicht einfach in die... Ach komm, die B-Boots, diese... So, als ob ich jetzt irgendwo lang gehen würde. Ich hätte, der Wald wird jetzt wieder riesengroß sein. Aber erstmal Sprecher.
Lugia hat 5 Buchstaben, 2 davon sind Konsonanten und 3 Vokale. Dreiecken hat das Illuminatendreieck. Dom, dom, dom. Illuminaten confirmed. Das Bohora Border ist auf jeden Fall eine Grenze. Die sind schon mal gar nicht so falsch hier. Und der rechts, ein Trainer. Ich dachte schon, es steht ein Traumato oder sowas. Oder ein Hypno. Oh, ein Hundliu. Auf Level 4 und fucking 20. Nein, ich mag keine Veränderung. Ich bin so, wie ich bleibe. Ja. Okay, Hundliu. Keiner zwingt dich dazu, dich zu entwickeln. Auch nicht ich, wenn ich dich dann nachher gefangen habe. Das ist nicht dich, sondern das nächste, aber egal. Erstmal 900 Erfahrungspunkte. Alles schön, alles gut. Habe ich hier noch irgendwo... Ich habe ein Item! Oh, die Maschine reagiert. Irgendwo hier ist ein Item versteckt. Sagst du mir jetzt auch wo? Also ich vermute hier an dem Stein, aber... Hey! Ein Herzstück, aber meine Tasche ist voll. Toll. Also, was kann ich mal wieder aus meiner Tasche raushauen? Den Smokeball. Leichter Fliehen, den Hartstein waren die Steinangriffe. Ich habe immer noch den Rare Candy. Wie viel braucht denn hier... Ah, guck mal, Domina hat noch was. Hey, eine volle Heilung. Wie viel braucht Armageddon noch für Level Up? Nix mehr. Verdammt. Was mache ich denn jetzt? Ich habe so viele unnütze Items, die ich eigentlich wegwerfen kann. Das beißt sich. Egal. Ich hätte echt ein bisschen mehr ablegen sollen. Egal. Pokémon hat 3 Vokale. 3 Ecken hat das Illuminatendreieck. Und 4 Konstanten. 3 minus 1. 3 minus 3. 4 minus 3. Oh mein Gott. Gleich 1. Und ein Auge hat das Illuminatendreieck. Dom, dom, dom. Ich will doch jetzt noch die Herzschuppe aufnehmen. Meine Güte. Donnerstein, das sind alles Sachen, die ich halt irgendwie brauchen könnte, irgendwann mal, aber scheiß auf den Smokeball, den werde ich eh nie benutzen. Scheiß auf das Geld, was ich hier jetzt noch haben könnte. Immerhin haben wir ein Herzstück. Ah, okay. Und noch ein Hundliu. Ja, noch eins. Ich würde ja schon ganz gern das Ding fangen, aber Lugia ist einfach zu stark und ich habe auch kein schwächeres. Könnte man probieren. Allerdings, wenn jetzt hier irgendwo ein legendäres Pokémon kommt, beiß ich mir in den gottverdammten Hintern. Wenn ich jetzt einen Ultraball werfe. Ja, okay. Ja, okay. Ja. Yes! Gotcha, Weedle! Das klang wieder ein bisschen komisch. Aber okay, was soll's. Weedle hat einen sehr extremen, akuten Geruchssinn. Es ist fähig, das auf Distinguished es ist möglich, seine, es hat die Fähigkeit, seine Lieblingsblätter, von denen, die es nicht mag, durch Geruch zu unterscheiden. Es riecht da dran und weiß, ich hasse es oder ich mag es. Mithilfe seiner großen With its big red proboscis. In Klammern. Nase. Okay. Yep, ich nehme Beedle. Wie nennen wir den? Das ist. Haben wir Hippie schon? Ich glaube, ja, wir haben schon Hippie. Junkie, weil er die ganze Zeit bloß Gras frisst. Passt auch. So mehr oder minder. Oder Horny? Ne, Horny brauchen wir für wichtigere Digimon. Das ist unser Junkie. Unser kleiner Junkie, der durch einmal ziehen genau weiß, ob es ihm gefällt oder nicht. So. Und wenn ich ein Pokémon fangen möchte, sollte ich Lucario nehmen. Weil der den das andere Pokémon auf den rechten Weg bringt. Oder was? Ich glaube, der hat irgendeine Attacke, die das Gegner richtige Pokémon nicht komplett tötet. Ich kann mich da an irgendwas erinnern. Ey, ich hab Lucario. Ah, Lugia. Ja, natürlich, weil ich mein erstes Pokémon von alleine ändert. Da muss ich ja nichts machen. Alter, hören. Eingeschaltet oder bist du schon im Schlafmodus? Wahrscheinlich eher Schlafmodus, aber was soll's. Oh,
Wie Trill hat das überlebt? Jetzt muss ich aufpassen, dass er keine Mega-Digitation macht. Ganz wichtig. Was ziehst du, Johnny? Bist du high? Aber nicht im Finale. Johnny Dixon. Komme ich nicht ganz hinterher, aber was ich weiß, ist, egal wie leer deine Flasche ist, ne? Hier als Beispiel, egal wie leer die Flasche ist, es gibt immer eine Flasche, die ist leer. So, Flammenwerfer auf geht's. Ja, es Lou hat gestimmt, der Rest war nicht ganz so. Das ist Lucarios neuer Spitzname Lugia. Oder Lugias neuer Spitzname Lucario. Die heißen einfach alle gleich. Was sind schon Namen? Das sind Definitionssachen. Man kann auch alles definieren, dass 8 unendlich ist. Oh! Man kann definieren, dass Aua, ich habe Freude, dass ich mich selbst geschlagen habe, heißt. Alles irgendwie gut. Klappt schon. Oh, wer soll da den Tisch hier hingestellt? Und den Laptop? Man weiß doch, dass ich mit meinen Händen die ganze Zeit rumfuchtle. Egal, was passiert. So, Kombi wurde erledigt. Wäre echt geil, wenn Armageddon jetzt langsam mal noch das Level steigt, damit ich meinen Rare-Bonbon loswerde. Aber gut. Alter, wie viele hier drin sind. Ich liebe es, den Sound der Pokémon zu hören, die hier so rumfliegen. Ich stich dich ab. Ganz tolles Geräusch. Ympsiana. Das erinnert mich, wir haben immer noch unsere Wundertute. Die sollten wir eigentlich auch nochmal zu irgendwas entwickeln. Gerade und nicht Pokémon fehlen mir am Team noch. So ein Nachtara wäre also verdammt geil. Nein, ich weiß nicht, ob meine Mutter heute im Stream vorbeikommt. Ich habe sie auch tatsächlich noch nicht von euch gegrüßt. Das habe ich vergessen. Das mache ich heute noch. Aber das entscheidet sich dann so spontan. Genauso wie mein Eis sich spontan entscheidet, sollte es kommen oder nicht. Je nachdem, wenn sich meine Eltern halt ein Eis holen, kriege ich auch Reiz. Und wenn nicht, dann habe ich halt Pech gehabt. Oh, eine Koro. Ich weiß genau, welchen Angriff ich ein bisschen mehr PP geben sollte. Egal, machen wir Surfer weiter. Scheiße, wie komme ich jetzt von der Insel runter? Das ist mein einziges Pokémon mit Donnerangriffen. Egal, da brechen wir Lugia jetzt durch. Ein erholsames Schläfchen kann ja nicht schaden. Also, schlaf dich aus. Im Hintergrund singt Enekoro mit einem wunderschönen Lied. Von mir aus. Delcatty. Die Katze hat auf jeden Fall gutes Internet. Okay, war schlecht. Und nee, ich glaube, ich werde nicht aufnehmen, wie ich sie grüße, außer wenn sie wirklich ins Stream hier reinkommt, dann sage ich halt hier Grüße und dann sagt sie Grüße zurück und gut ist. Weil so viel wird da nicht passieren. Gut, das denke ich immer. Ich habe auch letztens was aufgenommen. Ich habe von einer Freundin aus der Uni die X-Men-Trilogie auf CD bekommen. Also nicht geschenkt, sondern halt ne, hier ausgeliehen. Weil ich gemeint habe, dass ich das halt noch nie gesehen habe. Grundsätzlich mag ich solche Superheldenfilme ja. Warte, ganz kurz. Ich will hier weg. Ich will hier weg. Weg von den ultravioletten Strahlen der Sonne. Also sie will von den UV-Strahlen der Sonne fliehen. Also habe ich mich hier versteckt. Und ich weiß, wo ich hinrennen muss, um mich zu verstecken, wenn ich muss. Okay. Habe ich irgendein Pokémon dabei, was Blitz kann? Nee, ich glaube nicht. Das hatte ich ja bei Voltenso. Verdammt. Soll ich jetzt mit X-Men erzählen? Genau. Und die Verpackung war halt, das ist eine Trilogie, also wirklich drei CDs übereinander. Und ich habe die CDs da nicht rausbekommen.
Ich habe gezogen und gedrückt und gemacht und ich sehe jetzt immer so gebogen und ich wusste, ah, scheiße, du darfst nicht und es ist ausgebogen, du darfst es nicht kaputt machen, das wäre scheiße. Und dann saß ich da, fuck, wie kriege ich das jetzt raus? Da dachte ich mir, okay, schreibst du die mal an, hier, sag mal, wie mache ich das? Habe ich getan. Und als Antwort kam halt, du musst das geheime Passwort sagen. Habe ich nicht hinbekommen. Nee, sich dreimal im Kreis drehen und dann die CD einfach rausziehen. Habe mich schon verarscht gefühlt, weil ich bin halt, man ist halt gewohnt, dass man die Dinger einfach reinsteckt, reindrückt, dann gehen die zusammen und dann kannst du die CD rausnehmen. War da halt, wie gesagt, nicht so. Und dann dachte ich mir, okay, nimmst du die mal auf, dass das nicht funktioniert, das heißt Handy genommen. Einmal gedreht, eins, zweimal gedreht, zwei, dreimal gedreht, drei. Und jetzt siehst du, rausgedrückt und wie du siehst, es funktioniert nicht. Ich glaube, der Bippus ist kaputt und in dem Moment, wo ich das sage, springt die CD raus und ich habe sie in der Hand. Okay, auch in Ordnung. Das Video hochzuladen bringt, glaube ich, nicht viel. Es war definitiv witzig und wir haben Kameramänner. Wo leben die meisten Menschen mit dem Namen Hans? In der Hansestadt. Hey. Gabby, oh, du bist New Name? Hi. Erinnerst du dich an uns vom letzten Mal? Kannst du uns zeigen, wie viel stärker du geworden bist? Ich sollte das nächste Mal mein Mikrofon dabei haben. Ich habe hier eins. Wartet ganz kurz. Dauert nicht lange. Also ich bin doof, ich hab hier ein Mikrofon stehen. Oh mein fucking Gott. Manchmal bin ich auch einfach grenzdebil, ne? Achtung, es könnte jetzt ein bisschen schütteln. Ich habe hier ein Mikrofon. Ich könnte einfach das nehmen und damit cool reden. Oder ich mach's wie Pummeluff und nehme mir mein eigenes Mikrofon. Ich hoffe, das hört sich jetzt ansatzweise geil an. Kannst du uns zeigen, wie viel stärker du geworden bist? Okay, Zeit für ein Interview! Wie, das hört sich nicht ansatzweise gut an dem Mikrofon. Ja, ich habe mein eigenes Sing-a-Song-Mikrofon. Ja, habe ich mir geholt, weil man damit so geil klingt wie Pummeluff. Also habe ich mir holen lassen, da war ich noch relativ klein. Interviewer Gabi und Ty kommen zum Kampf. Was du mich zu dissen sollst du nicht im Traum wagen, denn Ersatzkarte. Mich zu dissen sollst du nicht im Traum wagen, denn meine Ersatzkarte ist dein Traumwagen. Ersatzkarre, nicht Karte. Karre macht doch irgendwie mehr Sinn. Oh mein Gott, ein Knack so. Surfer. Und ja, komm, setz einfach mal Leaf Blade ein, das passt schon. Warum haben eigentlich beide beim Pokémon Schaden? Ach, wir hatten vorhin schon einen Doppelkampf, ich erinnere mich. Das war ja sogar fast sehr effektiv. Ja, komm, diesen Level 27. Fuck it, da kann ich auch mal ein paar Schwächen verhauen. Michael meint, Hans heute noch ein Monster an der Stream, dann würden wir die 50 Tode in einem Stream schaffen. Das könnte sogar passen, weil ich keine Low-Rank und keine High-Rank-Quests mehr übrig habe, aber nein. Dann müsste ich ein bisschen länger streamen, das ist auch nicht so geil. Oh mein Gott, der Sandsturm, er tut so weh. Ja komm, Konfusion und Leaf Blade, der könnte raue Haut haben, aber... Fuck it, Lugia macht das einfach. Und beide besiegt, habt ihr noch ein zweites oder bin ich einfach der Beste? Wie Screw Up, schön, schön. Aber nein, jetzt kommt kein Monster Hunter Stream mehr, das, darauf bin ich nicht vorbereitet, mein PSP ist nicht geladen, das wäre ein 5 Minuten Stream und gut ist. Das war ein echt intensiver Kampf, Mann! Hast du das alles auf Kamera bekommen? Jetzt wollte ich noch eine Kamera daneben, verdammt. Ist ja nicht so, dass ich hier eine Kamera hätte oder so. Aber ja, Ryan würde dann seinen Spaß haben. Hungrig. Erinnerst du dich? Das war das Zitat, das du uns beim letzten Mal gegeben hast, als du gegen uns gekämpft hast.
Ich werde diesen geilen Stoff niemals immer vergessen. Oder so ähnlich. Egal, was denkst du? Willst du nochmal ein Interview geben? Aber natürlich doch. Das machst du? Dankeschön. Okay, ich will, dass du beschreibst, dass du die Gefühle über diesen Kampf beschreibst. Aber es muss kurz und süß sein. Los! Okay, Gefühle über diesen Kampf. Status. Air Look, Alt Color, Components, Coolness. Okay, was will ich sagen? Es ist immer schwierig in so einem Interview. Ich bin voll nervös und so. Speech. Speech ist gut. Eine große Rede halten, große, knackige. A little, a lot, a tiny bit, absolutely. Als ob. Awfully. Das würde passen. Also, Hungry hat man beim letzten Mal, das weiß ich noch. Wir könnten ja natürlich mit den Interviewern irgendeinen Satz formen. Hungry? Am I? Okay, da habe ich scheiße angefangen, das bringt nichts. More naturally. Hungry. Naturally. Und wenn sie mich nochmal fragen, wieder hungry. Genau. So einfach ist das. Naturally. Ja. Yeah. Und nein, auch morgen kein MH-Stream, weil ich glaube ich morgen nicht da bin. Wenn doch, dann gebe ich euch nochmal Bescheid per Facecam und nicht nur so. Das ist ein perfekter Clincher. Irgendwas, was einen dazu bringt, einzuschalten und voll geil und Aufmerksamkeitsgeilheitswort. Neue Definition für den Du. Ich bekomme das Gefühl, dass das echt eine großartige TV-Show werden wird. Es besteht die Chance, dass du uns live an TV sehen wirst. Okay, live passt nicht ganz, aber du siehst uns dann im Fernsehen. Also, schalte aus, schau. Okay, wir sehen dich dann. Tschüssi! Weswegen ich das Mikrofon wirklich habe, das kann ich mal kurz machen. Wenn ich einmal reinsinge wie. Schalt das halt genauso nach wie bei Pummeluff. Und weil ich mir dessen so sicher war, habe ich mir das damals für was weiß ich wie viele D-Mark holen lassen. Und ja, das Ding ist schon alt und hängt hier schon lange rum. Meine gute Rote ist wirklich gut. Stimmst du mir nicht zu? Aber ja, ja, natürlich doch. Wir sind exakt der gleichen Meinung. Ah, hier, nimm meine Rote in die Hand. Ja, gerne doch. Ich habe seine gute Rute bekommen. Dankeschön. Überall, wo Wasser ist, kannst du dein Glück beim Fischen versuchen. Danke, werde ich machen. Ich bin der Fischermann, aber ich bin auch ein Trainer. Sind sie zu stark, bist du zu schwach. Und Zeit für einen Kampf. Michael läuft bei diesem Gesang weg und er hängt sich selbst mit einem Gummiband. Würde ich nicht machen, das Gummiband könnte reißen und dir dann so von hinten an den Hals schnipsen, das tut weh und bringt dich nicht um. Das ist ungünstig. Nimm lieber diese Schnur des Mikrofons, weil hier unten war mal eine Schnur drin, die ist jetzt weg. Die hättest du nehmen können, aber ist halt weg. Aber eigentlich solltest du auch nur einschlafen, das ist ja ein Unterschied. So, und langsam sollte ich Lugia nach hinten nehmen, weil Mikrofon bleibt liegen. Weil wir haben kaum noch PP, das bringt's nicht. Was? Asiaten haben kleine Schwänze. Wie ein Panda. Pandas haben kleine Schwänze? Das wusste ich noch gar nicht. Ich meine, wenn du mal so drüber nachdenkst, gibt's ja auch diesen wunderbaren Witz mit Schule ist lang und hart. Nee, warte, warum war das? Genau. Doch, irgendwie, Schule ist lang und hart, außer für Asiaten. Genauso
wie beim Penis. Irgendwie hat alles, es war cooler in der Reihenfolge gesetzt. Aber na gut, was soll's. Das Lugia nach vorne, sie ist nicht Level 100. Ja, mein Baby ist noch nicht Level 100, das gebe ich zu. Da fehlt noch ein bisschen was, aber kriegt man noch irgendwann hin. Aber nicht jetzt in dem Durchgang. Ey, ey, ey! Steht da Ash? Erstmal speichern. Es ist gut, dass mein Adlerauge sowas direkt erkennt. Mal sehen, ob Ash das Lugia erkennt. Ich meine, er hat so ziemlich in der ersten Folge auch direkt Ho-Oh gesehen. Und sich nicht viel daraus gemacht, aber Zusammentreffen mit Ash, das wird interessant. Aber das Kack-Una brauche ich jetzt nicht. Wir haben ja schon das hohen IU. Daher werden bestimmt auch 700 Parts. Nee, ich hier nicht. Ich meine, ich nehme ja stundenmäßig auf, allein deswegen wären es nur ein Drittel der Parts, die eigentlich es sein würden. Er kommt sogar zu mir! Ah, Fanboy! Hi! Hi, Ash! Du bist der Trainer, den ich im Francia Cave getroffen habe, oder? Oh, okay. Dein Name ist New Name. Daran werde ich mich erinnern. New Name. In der Gento-Region gibt es Pokémon vieler verschiedener Typen. Erziehst du auch? Also levelst du viele verschiedene Typen? Oder levelst du bloß ein Pokémon eines bestimmten Types? Was denkst du als ein Trainer? Sorry, es ist nicht, it's not my place to ask. Es ist nicht der Ort, wo ich dich fragen sollte, oder? Ne, egal. Ich hoffe, wir sehen uns irgendwann wieder. Ciao! Das ist voll geil. Normalerweise redet mein Charakter mit den anderen. Aber jetzt, wo wir auf Ash treffen, in dessen Spiel er selber nie redet, sind wir still. Das so gewollt ist? Ich denke schon, das ist ziemlich geil. Es werden 700 Stunden. Super, ja, das passt schon eher. Und wie ist Ash da hingekommen? Der Baum steht noch. Hat den Baum zerschnitten, hat er oben ein Picknick gemacht, gewartet, bis der Baum wieder wächst und ist weggegangen? Also jetzt, hat er auf uns gewartet so lange? Oh, ein bisschen komisch. Ich sollte hier im Wald vielleicht den Itemradar häufiger benutzen. Fällt mir gerade mal so spontan ein. Aber auch nicht zu häufig. Ich werde mich in Grenzen da zurückhalten. Immer wenn ich an irgendeine Ecke komme, die irgendwie komisch aussieht, werde ich das mal dann ganz schnell spitzimitzi benutzen können. Mich regt das irgendwie echt auf, dass der Donnerball weg ist. Wie spät haben wir es jetzt eigentlich? 21 Uhr. Oh, verdammt, die Stunde ist rum. Ich will noch aus dem Wald rauskommen. Oder zumindest den Wald noch fertig machen. Ist doof, wenn ich jetzt da einen Cliffhanger einbaue. Das wäre ungut. Genauso wie unfreundlich, das kann man da einfach nicht machen. Und nope, hier ist nichts, aber ich kriege Beeren! Zwei Sirius! Citrusbeeren! Why so serious? Because I'm black! Und ich könnte bestimmt hier auch wieder Sachen einpflanzen, da ich aber hier mit, ja, durchaus riesiger Wahrscheinlichkeit nie wieder dran vorbeilaufe, lasse ich das mal und behalte sie in meiner Hand, meine Bärchen, meine Gummibären, hüpfen bestimmt auch hier und dort und überall, wenn ich sie fallen lasse. Nur um das nochmal kurz festzuhalten, das Spiel ist auf Englisch, aber ich verstehe kein Französisch. Okay. 21 Uhr, 2 plus 1 gleich 3, Illuminaten are back! Na okay. Genau, das Spiel ist auf Englisch, aber ich verstehe kein Französisch und es kommt mir durchaus ziemlich spanisch vor. Das kann man bestimmt noch weiter aufbauen, Panasync, ich vertraue dir, dass du da noch ein paar Sprachen mit reinbringst. Irgendwie. Obwohl ich meine, ich kann kein Französisch, passt irgendwie besser, allein aus den Sache, weil man Französisch da halt wieder doppeldeutig mit rein interpretieren könnte. Aber was eigentlich Sinn des Witzes ist, egal. Ich bin abgestürzt.
Das tut mir jetzt aber leid für dich. Wenn hier jetzt Ash am Ende nirgendwo ist, bin ich ziemlich sauer. Ein mysteriöser Stein. Er muss an Ethan vergraben liegen. Ich habe ein Eisen gefunden, aber meine Tasche ist schon wieder voll. Wie viele Erfahrungspunkte brauchte unser gutes Armageddon noch? Summary, oh, schon wieder 16.000 nur noch. Ich habe da wohl das Level-Up verpasst. Yay, ich habe noch eine Sonderbonbon bekommen. Okay, die Sonderbonbons kann ich nicht wegwerfen oder benutzen. Wäre zu große Verschwendung. Ich bin absolut... Das ist doch bescheuert. Ja, komm, dann geht der Eis hier weg. Wann werde ich schon mal eingefroren? Also wirklich, her mit dem Eisen! Das ist wichtig für meine Forschungen! Ah. Und eine Hyperportion, aber meine Tasche ist voll. Okay, hier, ich habe noch eine Super Potion. Heile ich dich kurz. Und dann heile ich dich kurz. Und dann kann ich den Scheiß auch noch aufnehmen. Wunderbar. Dann. Ich habe sogar Supertreter. Ich vergesse erst echt alles. Die Retazo-Grenze. Weil Border ja Grenze heißen müsste. Gut, dass die Grenze hier nicht geschlossen ist. Und offen für Pokémon-Trainer. Ansonsten hätte ich echt einige Probleme. Und dann haben wir hier nochmal einen schönen Surfer. Die Raupe weggespült. Wop, wop, wop. Bondio ist doch eigentlich auch sowas wie eine Raupe, ne? Da finde ich es äußerst unfair und rassistisch, dass bloß Raupi als Raupe raupiert wird. Fuck, jetzt bin ich auf der anderen Seite! Hier wollte ich gar nicht hin! Ich wollte oben noch oben rumschwimmen! Aber der... Okay, geh ich halt weiter, wenn ich unbedingt sein muss. Aber nein, ich wollte ja den Part beenden. Das heißt, wir haben hier wieder den perfekten Cliffhanger. Was kommt auf diesen Sonnenpfad noch als nächstes? Das und mehr seht ihr in der nächsten Folge von Dragon Ball Z. Pokémon Ruby Destiny Reign of Legends. Und damit adios amigos. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir bitte Bescheid. Wenn ich Feedback liebe, gerne in die Kommentare. Und ansonsten adios amigos. Und hoffentlich auf Wiederhören.